Heute mal ein Video hier aus 2500 Meter Seehöhe. Es geht um das Thema eine wahre Story. Corona rettet Leben. Tatsächlich, ist wirklich so. Ein Kunde hat mir erzählt, er hat mich angerufen und hat gesagt, er braucht wieder ein Coaching von mir. Er hat ein Thema, er liebt es bei mir, dass ich so schnell am Punkt bin und die Lösung so einfach ist und so wirkungsvoll. Und dieser Kunde erzählt mir, in dieser Corona-Zeit, da ist ihm das Licht aufgegangen. Er wäre nicht mehr unter uns, wenn nicht Corona gewesen wäre. Stell dir das mal vor. Das ist passiert. In dieser Corona-Zeit, wo einen Winter lang der gesamte Tourismus bei uns gestanden ist. Also da war nichts los. Kein Gast war hier, kein Restaurant war offen, kein Hotel war offen und das war flächendeckend in Österreich überhaupt so. Und er hat sich dann gedacht, er hat zu seiner Frau gesagt, also irgendwie, weiß er nicht, hat mich dieses Corona jetzt erwischt oder wie? Machen wir vielleicht mal einen Bluttest, einen Test, dass wir einfach sehen, wo gehen wir um, wie sehen unsere Antikörper aus. Und das hat er gemacht. Und dann zur Auswertung ist er wieder zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat zu ihm gesagt, mein lieber Freund, ich habe dir die Überweisung bereits hergerichtet. Du hast höchste Eisenbahn. Du hast Cholesterinwerte, die sind katastrophal und du hast Zucker. Du bist zuckerkrank, mein Lieber. Das ist bei dir los. Er hat gar nicht mehr gefragt, ob er Corona hat oder nicht. Das war nicht mehr interessant. Er ist den geraden Weg in die Klinik und dort sofort haben Behandlungen eingesetzt. Und er hat gesagt, wenn er da nicht seine Ernährung komplett umgestellt hätte, das heißt, was musste er weglassen? Er hat weggelassen Schweinefleisch, Weizen, Zucker. Diese drei Dinge hat er weggelassen und die Cholesterinwerte haben sich sofort verbessert. Stell dir das vor, wie schnell das geht. Und die Zuckergeschichte, ja, er hat 30 Kilo abgenommen und es geht ihm jetzt viel, 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 viel besser. Und er sagt selber, wenn er da nicht einen kompletten Change gemacht hätte, die Ernährung umgestellt hätte und auf Verdacht wegen Corona zum Arzt gegangen wäre, er wäre nicht mehr da. Garantiert nicht mehr. Das hat ihm auch der Arzt gesagt. Also diese zwei Themen in seinem Körper, die waren schon so fortgeschritten, dass es sehr bald schon an das Herz gegangen wäre. Wow, Corona rettet Leben. Wow, ich bin echt froh, dass dieser Mensch noch da ist. Ich bin froh, dass immer noch dieser Mensch mein Kunde ist. Und ich bin froh, dass wir jetzt wieder angreifen können und sein Unternehmen wieder in den Fluss bringen können. Das liebe ich so sehr. Wir sehen, nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für etwas gut ist. Immer. Es hat immer zwei Seiten. Ich wünsche dir, dass du im schlechtesten Thema, im katastrophalsten Thema, im größten Problem die andere Seite der Medaille sehen kannst und sie für dich nutzen kannst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Servus.